Ja, ich glaube, der große Moment ist wieder da. Wir sind wieder live auf Facebook unterwegs. Wir, das sind die Mantiker. Ich darf euch vorstellen, meinen reizenden Mann, Hue. Hallo von mir. Ich freue mich, dass es heute wieder so super toll geklappt hat, dass wir wieder live sind, dass wir wieder uns mit euch einer neuen Aussendung begnügen und erfreuen dürfen. Und meine bezaubernde Gattin, Kirsten. Ja, genau. Ich freue mich auch, dass wir wieder live sind, dass es geklappt hat. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen Störungen in der Leitung gibt. Ich kann dich nicht ganz so gut verstehen wie sonst. Das liegt daran, dass wir einige Probleme heute hatten mit der Technik und wir hoffen jetzt einfach mal, dass die Leitung stabil genug ist für dieses Live-Talk, weil eins unserer Motti ist ja Never give up. So ist es. Und wenn auch heute Morgen noch gar nichts geklappt hat, kein Telefon funktioniert hat, kein Internet da war, keine Möglichkeit war zu kommunizieren, außer über das Mobile, jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir wieder stabil. Und ich sehe auch im Hintergrund läuft bei mir so ein Chart. Und im Moment ist alles super, ist alles live. Ich freue mich schon. Kirsten, warum geht's denn heute? Ja, wir haben uns heute einem extrem schwierigen Thema gewidmet, wie ich finde. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwierig. Wir möchten darüber reden, ob die Zukunft vorhersagbar ist mit den Karten. Warum interessiert mich dieses Thema? Mich beschäftigt es einfach, weil ich ja, diese Corona-Krise nicht unbedingt habe kommen sehen. Es war natürlich in der Luft etwas, dass irgendwas geschehen würde, aber dass man konkret jetzt diese Corona-Krise hat kommen sehen, ob Astrologen oder Tarot-Leute, das ist nicht so wirklich passiert. Und ich frage mich dann tatsächlich, kann man die Zukunft in den Karten sehen? Wir haben uns ja auch schon ein bisschen darüber unterhalten, Rui, und was ist denn deine Meinung dazu? Also ich bin überzeugt davon, dass in den Karten die Zukunft sichtbar ist. Ja? Und Okay. dass die Karten uns da Möglichkeiten geben. Ich habe ja deine Vorträge gehört und ich habe mich immer gefragt, ja, wenn Kirsten da so extreme Dinge voraussagt, weil was macht das dann? Was passiert denn da überhaupt? Denn ich gehöre auch zur Familie der Neugierigen. Und deine Voraussagen, ne, deine Prognosen astrologisch gesehen, die sind ja eingetroffen. Ne? Also die sind ja da. Ich denke aber, man muss das viel, viel genauer angucken und zwar, indem man sich einen Schritt zurückbegibt. Und wenn man diesen Schritt zurück macht, dann sieht man auch, dass zu einer Beratung ja nicht nur das Medium der Karten gehört, nicht nur die Berechnung des Radix gehört, sondern auch die Fragestellung. Und wenn die Fragestellung ist, wie wird denn das nächste Jahr, wie wird, dann bekommen wir Informationen. Und was man dann fragen sollte, ist, warum kommt denn diese Katastrophe oder in dem Moment, in dem wir uns jetzt bewegen, warum kommt denn diese Pandemie? Und das wird ja nicht gefragt, sondern es ist die Frage, was kommt 2020 auf uns zu? Das haben uns, denke ich, die astrologischen Aussagen sehr wohl gezeigt, sehr wohl darauf hingewiesen, dass da was kommt, was uns nicht nur gewollt stillsitzen lässt, sondern ungewollt stillsitzen lässt. Ja, es ist in der Tat so, dass viele Astrologen vorhergesagt haben, dass es eine Weltwirtschaftskrise geben wird. Das Wie allerdings konnten sie nicht sagen. Und das finde ich auch total verständlich aus der Sicht der Astrologie. Ich finde aber gerade mit den Karten sollte man doch eher ein Wie definieren können, denn das ist ja die Stärke der Karten. Nicht so sehr Zeitangaben, nicht so sehr
die globalen Themen so ausgedrückt, wie wir das mit den Planeten uns vorstellen können, von den Themen her, sondern dass wir ganz konkrete Ratschläge kriegen, wie passiert etwas. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht so gut funktioniert. Nochmal, ich bin aufgrund von meiner Erfahrung mit der Beratung mit Karten der Meinung, dann müsste man die Frage anders stellen. Denn auch die Frage gehört zur Beratung dazu. Und wenn ich heute aber hergehe und sage, was wird dann? Dann frage ich ja nach einem Ergebnis und nicht nach dem Grund, warum etwas eintritt. Ja, der Grund ist ja auch für mich jetzt nicht so relevant wie das Wie. Ne? Also das meinte ich. Also wie kommt diese Weltwirtschaftskrise zustande? Davor ist niemand gewarnt worden. Ne? Das Gleiche war 2001, als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen. Da schwirrte auch in der Luft, da passiert irgendwas. Aber was dann tatsächlich passiert ist, das hat nicht wirklich irgendjemand vorhergesagt. Und gerade angesichts solcher großen Krisen, wie wir sie jetzt wieder haben, wäre es ja ganz schön, wenn wir da präzise Antworten haben könnten. Und die kriegen wir, glaube ich, nicht. Allerdings hast du heute gesagt, dass das vielleicht gar nicht so sehr an den Karten liegt. Ja, sondern es liegt daran, dass ich vielleicht in dem Moment gar nicht so darauf fokussiert bin, die Begründung zu erfahren, sondern nur das Resultat. Und wenn ich nur am Resultat hänge, dann interessiert mich der Weg nicht mehr, wie bin ich zu dem Resultat gekommen. Nicht wie in einer Schule bei der Aufgabe, wo man sagt, rechne 1 plus 2 und zeig mir auch den Rechenweg auf, sondern wir fragen, was passiert 2020? So, und dann sagen wir, kommt eine Weltwirtschaftskrise. Ja, dann wäre eigentlich die Frage gewesen, warum passiert denn das? Was ist der Auslöser? Aber ich habe nirgendwo was gelesen, wo man dahingehend gefragt hätte. Es wurde schon spekuliert, was passieren könnte. Also das sehe ich nicht ganz so. Mir geht es einfach darum, ich kann mit den Karten sicher prognostizieren. Ja, das bin ich auch fest der Ansicht. Aber ich kann nicht konkret auf Dinge anspielen, ich kann nicht konkret Dinge benennen, die dann tatsächlich passieren. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht wirklich möglich ist. Du hast allerdings gesagt, wenn ich dich daran nochmal erinnern darf, dass es sicher möglich ist, dass die Karten das hergeben, dass es aber an dem Deuter liegt, das herauszuziehen. Das ist richtig, dazu stehe ich. Und es kommt noch etwas anderes dazu. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Das heißt, Klientinnen und Klienten wollen bei uns eine Beratung und innerhalb von 30 Minuten das Ergebnis haben und dann habe ich noch 3 andere Fragen. So. Das heißt, ich habe maximum 10 Minuten Zeit, auf das spezielle Thema einzugehen. Also mir fehlt schon ganz etwas Wichtiges. Wenn wir, und da bin ich auch überzeugt, wenn wir die Chance hätten und die Möglichkeit und es auch bezahlt würde, dann könnte man sich viel länger mit einem Bild auseinandersetzen. Dann könnte man eine Kartenlegung 24 Stunden liegen lassen und auf einmal hat man die Überlegung und den Punkt erreicht, wo man dann merkt, oh, ja, das ist jetzt der Punkt, warum etwas eintritt. Aber diese Zeit fehlt uns oft. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man eine Kartenlegung länger liegen lässt und sie dann mal, nachdem etwas passiert ist, nachdem man gefragt hat, nochmal anschaut, dass man dann tatsächlich ziemlich gute Hinweise bekommt, wie es geschehen ist. Dem stimme ich auch zu. Ich glaube auch, dass wir viel besser noch darauf achten müssen, was auf einem Bild einer Karte zu sehen ist. Sehr oft mixen wir ja all das, was wir über eine Karte gelernt haben. Meinetwegen den Magier, da haben wir bestimmte Schlagwörter. Und die rattern wir dann runter, wenn wir eine Prognose stellen. Tatsächlich achten wir aber oft viel zu wenig auf das Deck, das wir nutzen und welche Dinge dort abgebildet sind. Und
Ich glaube, wenn man da noch tiefer einsteigen würde, und in der Tat, das ist etwas, wo man Zeit für braucht, aber wir müssen ja nicht immer nur davon ausgehen, dass wir Kunden haben, die ungeduldig sind und schnelle Antworten wollen, sondern dass man es vielleicht auch für sich selbst herausfinden möchte, etwas. Ne? Wenn wir dann uns die Zeit nehmen und tiefer in ein Bild einsteigen, denke ich auch, dass wir viel konkretere Antworten bekommen, als tatsächlich gegeben sind, ja, als wir vorher dachten. Mir fällt ein konkretes Beispiel ein, das ich aber, glaube ich, jetzt gar nicht so erzählen kann im Detail. Da müsste ich nochmal die Karte raussuchen. Hast du ein konkretes Beispiel? Es gibt unendliche Beispiele, und zwar immer dann, wenn wir uns in der Beratung mit einer großen Legung mit den Orakelkarten auseinandersetzen. Und dann hat man ja immer einen Punkt der Gegenwart, ja, bei der Fragestellung. Und alles in die eine Richtung ist Vergangenheit und in die andere Richtung ist Zukunft. So. Und wenn man dann den Klienten darauf aufmerksam macht, schau mal, du hast mir jetzt mit deiner Frage auch ein paar Informationen mitgegeben und jetzt gucken wir uns das an in der Vergangenheit. Genau das liegt da. Dann sieht man deine Highs und deine Deeps in der Vergangenheit. Dann merkt der Klient schon, da liegt da ein Teil meines Lebens bereits in den Karten drinnen von den Entwicklungsschritten. Und das siehst du, wenn du eine große Auslegung mit den Orakelkarten machst, sehr gut. Ja, aber glaubst du nicht, dennoch, dass wenn jetzt jemand vor dir sitzt und du über die Zukunft mit ihm redest, dass es dir schwerfallen würde, präzise etwas zu sagen? Darauf ist schwer, eine Antwort mit Ja oder Nein zu geben. Es kommt immer auf die Frage drauf an. Es kommt immer darauf an, wo steht auch der Klient? Denn wir dürfen halt nie vergessen, der Klient ist wahrscheinlich das Wichtigste in der ganzen Beratung, nur das wird halt immer leider sehr, sehr oft vergessen. Man geht her mit den Problemen, mit denen man zum Kartenleger kommt, und am besten sollte man das schnell abarbeiten und am besten eine flockige und auch noch mit einem augenzwinkernden Schalk versehene Antwort produzieren in 10 Minuten. Das ist nicht sehr einfach. Also, wir fassen zusammen, wir können mit Karten prognostizieren. Definitiv. Wir könnten auch präzise sein, wenn wir uns tief genug auf die Bilder einlassen, wenn wir auch fähig sind, die Anspielung, die die Karten machen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Karten so ein bisschen wie Haustiere empfinde und die auch durchaus mit uns unsere Witze treiben können. Ja, also, wir müssen uns wirklich tief auf sie einlassen. Aber wir müssen dafür viel Zeit haben und wir brauchen wahrscheinlich auch Vergleichsmöglichkeiten. Das habe ich schon mal in einer bestimmten Situation gehabt als Karte. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass das wieder ist. Ja, wenn und es kommt bei den Orakelkarten, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, auch auf die Kombinationen an. Was liegt dann um die Karte in der Zukunft drumherum? Welche Kombinationen, welche korrespondierenden Karten habe ich da? Und das ist auch ein nicht zu unterscheidender Punkt in einer Beratung. Genau. Wenn ich noch weiter ausführen darf, jetzt habe ich es natürlich vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Was habe ich vorher gesagt? Super. Regie, was hat Kirsten gerade gesagt? Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn ich jetzt mit sowas, ich habe gerade gesagt, ja, jetzt bist du mal ruhig. Ich habe gesagt, dass wir irgendwie auch Vergleichsmöglichkeiten aus der Vergangenheit brauchen, um die Zukunft kompletter und konkreter zu deuten. Wenn jetzt sowas passiert wie Corona oder 9/11, das ist etwas, was noch nie da gewesen ist. Und erst wenn es praktisch ins Bewusstsein der Menschheit dringt, dass sowas auch sein kann, denke ich, dass wir dann das zukünftig prognostizieren können. Also ich glaube, ich gehe jetzt darauf ein,
Weil Gerold hier gerade schreibt, wie gehen wir denn jetzt mit Karina? Ich denke, du meinst Corona. Gerold, wie gehen wir mit Corona um? Dass wir jetzt, wenn wir jetzt Karten legen und vielleicht nochmal prognostizieren wollen, wird es im Herbst wieder einen Schub geben, ja oder nein? Dass wir wahrscheinlich das jetzt viel konkreter feststellen könnten, als wenn wir das jetzt im November oder Oktober letzten Jahres gemacht hätten. Das heißt, für mich, die Zukunft ist nur so weit vorhersagbar, wie ich denken kann überhaupt, wie ich mir Gedanken machen könnte, was alles passieren könnte. Stimmst du dem zu? Nein. Nein. Ich möchte dich mit einem konkreten Beispiel konfrontieren, das ich vor 5 Jahren hatte in einer Buchhandlung. Und die Klientin fragte mich, soll ich den Urlaub machen, den ich da plane oder nicht? Und die Karten haben gewarnt. Und ich habe daraufhin gesagt, wenn es nicht notwendig ist, würde ich ihr empfehlen, den Urlaub nicht zu machen. Sie musste aber den Urlaub machen und sie hätte diesen Urlaub fast mit dem Leben bezahlt. Ja, ich habe sie dann gut 7, 8 Monate später wieder getroffen. Sie sagte nur eine Information, du hattest recht, die Karten hatten recht, der Urlaub wäre fast mit einer Katastrophe geendet, denn ich wäre fast gestorben. Ja? Also von daher gesehen, die Karten sagen sehr wohl Dinge in die Zukunft. Also, aber wir wissen nicht, was es ist, bevor wir es nicht erfahren haben. Nein, aber die Karten warnen. Nein, ich bin mit dir einer Meinung, aber worum es mir geht, ist, können wir konkrete Prognosen machen? Wir haben jetzt ja noch gar nicht darüber geredet, dass es wird ja immer so getan, als würden Tarot-Kartenleger oder Astrologen was ganz Furchtbares machen, wenn sie Prognosen machen. Tatsächlich ist es aber so, dass wahnsinnig viele Menschen Prognosen machen. Gerade jetzt sind wir wieder in einer Phase, in der wir täglich Prognosen hören, die dann auch immer alle nicht stimmen und die sich ständig wieder verändern. Also selbst wenn wir Fehler machen beim Prognostizieren, sind wir da, weiß Gott, nicht alleine. Es reicht schon so jemand wie die Wirtschaftsweisen oder irgendwelche anderen Leute, die jedes Mal wieder Prognosen erstellen, wo dann auch das letztendlich erkannt wird, dass das stimmt nicht. Ja? Da hast du völlig recht. Wenn ich mich daran erinnere, die letzten 5 Jahre haben die Prognosen der Finanzminister, und es waren ja da 2 von unterschiedlichen Couleur, nicht gestimmt. Sie waren anders. Besser sogar. Also von daher gesehen war es auch nicht korrekt. Und darauf finde ich, sind wir Kartenleger oder auch Astrologen in guter Gesellschaft. Denn man kann den sozialdemokratischen Finanzminister ja nicht unterstellen, er würde die Karten befragen, wenn er sein Budget erstellt. Ja, und das ist gerade, also auch wenn diverse Fachleute daneben liegen mit ihren Prognosen, manchmal auch recht haben mit ihren Prognosen, haben wir als Kartenleger, wahrscheinlich auch als Astrologen, aber noch ein Tool in der Hand, was, ich glaube, jetzt bist du gerade eingefroren. Also heute ist es wirklich übel. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch Drohe sehen könnt. Kannst du mich sehen, hören? Ich kann dich sehen. Wir sollten nicht über solche Themen reden. Das Universum mag uns nicht. Nein, du bist leider wieder eingefroren. Ja, freut euch über mein freundliches Lächeln. Ja, ich sehe auch gerade auf der Karte, es war immer wieder runter gegen Null. Aber wir haben hier mit unserer Zeit Probleme. Ja, echt ärgerlich. Wir werden es auch gar nicht mehr so lange machen heute. Es ist einfach wirklich wieder eine Diskussion, die für euch selbst auch, wo ihr eure Gedanken fließen lassen könnt, wie ihr dazu steht. Ihr seht, Roy und ich sind uns auch gar nicht einig, außer dass wir prognostizieren können. Was ich aber eben gerade noch sagen wollte, ist, dass wir halt anders als Wirtschaftsweise, als Virologen, oder sonst irgendjemand ein Tool mit den Karten in der Hand haben, das auch noch einen mystischen Input gibt, der
in irgendeiner Form nochmal ein anderes Element ins Prognostizieren hineinbringt als Ratio und Empirik. Und dadurch denke ich, wenn wir irgendwann mal so erleuchtet sind, also wir Kartenleger und Legerinnen, dass wir die Nachrichten, die über die Karten kommen, wirklich entschlüsseln können, dann werden wir perfekt prognostizieren können. Ich glaube, es ist immer ein Thema der Zeit. Wie meinst du das? Also der Zeit, die wir haben, etwas zu entschlüsseln? Ja, wenn wir uns die Zeit nehmen, wie wenn ich zum Astrologen gehe und sage, pass mal auf, ich bin jetzt ein neuer Klient bei dir, hier sind meine Taten und ich komme morgen zu der Beratung. Dann hat der Astrologe schon einen halben Tag Vorlaufzeit, ja, wo er sich darüber Gedanken machen kann, was sehe ich denn, wenn ich diese Daten meines nächsten Klienten angucke. So. Nichts anderes macht der Arzt, wenn er ein Röntgenbild bekommt. Er schaut sich es auch zuerst an und überlegt, was er drauf sieht, bevor er mit dir in den Dialog tritt. Das könntest du aber als Kartenleger auch machen. Jemand ruft dich an, du sagst, okay, ich lege jetzt mal die Karten und lasse die jetzt hier einen halben Tag liegen. Und wenn er dann kommt, dann erstelle ich meine Prognose. Es ist nicht das Vorgehen, das ich habe. Ja, weil bei mir der Klient die Karten mischt. Und nicht ich. Das stimmt. Ja, also das funktioniert dann so schon mal nicht. Ja, aber es wäre möglich. Habe ich da den erhobenen Finger gesehen? Gerold, ich denke auch, dass Corona zu neu ist. Das ist ja, was ich gesagt habe. Beziehungsweise es ist ja gar nicht so neu. Es ist ja etwas, was immer wieder da war, aber jetzt in einer Massivität auftritt, wie wir es noch nie gekannt haben. Und deine Frage, wie wir jetzt damit umgehen, das werden wir jetzt heute nicht beantworten können. Aber es wäre vielleicht eine Idee, sich darüber in einem der nächsten Live-Chats mal Gedanken zu machen, wie wir damit umgehen können. Was meinst du dazu, Roy? Ja, dabei ist es ganz einfach. Es steht ja schon da drin. Ja? Hast du schon eine Karte dazu gezogen? Nein, um Gottes Willen. Nee. Aber ich habe ein Bäckchen von Wade Smith in der Hand. Ja. Und man könnte ja so für unseren nächsten Chat ganz klar mal sagen, so, habt ihr euch damit mit den Karten mal eine Legung gemacht oder eine Karte gezogen? Und was denkt ihr denn dazu? Ja, wäre auch eine Option. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, als ich dieses Jahr die Jahreslegungen gemacht habe, das waren sehr viele dieses Jahr, ist, dass ich ziehe ja für jeden Monat immer eine Karte, dass die ersten Monate einschließlich April bei den meisten Leuten ziemlich verschissen waren. Also es waren nicht so schöne Karten, dass dann Mai, Juni, Juli das flutschte und dann ging es wieder auf die Bremse. Und ich denke, dass da, was ich damals auch noch nicht aufgegriffen habe, dieses Thema Corona schon in der Luft lag. Das war bloß für uns noch gar nicht absehbar. Ja. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Ja, weil wenn ich mich jetzt daran erinnere, welche Karten ich für die ersten 3 Monate habe oder hatte. Ja, die waren nicht so schön. Monate. Nö. Was ich dann mittendrin habe, das ist definitiv das, was du gerade gesagt hast. Ja, vielleicht macht es Sinn für alle, die jetzt zuschauen, dass ihr mal eure eigenen Jahreslegungen für 2020 rauskramt und schaut, was liegt denn jetzt in der Retrospektive in den ersten 3-4 Monaten und wie kann ich das mit dem Corona-Thema, also mit dem Thema, das die gesamte Gesellschaft gerade betrifft, in Einklang bringen. Mhm. Dass wir das gleich als nächstes Thema machen für unsere nächste Aussendung. Dass wir uns die Jahreslegungen anschauen, oder was meinst du? Ja, dass wir da hergehen und sagen, okay, das war deine Karte oder das waren meine Karten. Und das finde ich eine gute Idee, dass wir unsere Jahreslegungen mal und euch vorstellen, jedenfalls ein Auszug daraus, und die im Zusammenhang mit dem Thema, was jetzt gesellschaftlich ist, in der Luft ist, deuten. Das gefällt mir sehr gut als Thema. Ja. Ja.
Ja, dann sind wir für heute auch am Ende. Es tut mir und Roy sicher auch leid, dass das heute etwas von der Technik her nicht so gut funktioniert hat. Es ist halt immer, wenn die Götter nicht wollen, dass wir Wissen preisgeben, dann setzen sie uns unsere Grenzen. Gleichzeitig ist es einfach ein super schweres Thema. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr für euch nochmal eigene Gedanken. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Gedanken zu dem Thema mitteilt. Gerne kommentiert doch dieses Video oder schickt uns eine PM oder E-Mail, wenn ihr dazu eure Gedanken noch habt. Und ich denke, wir gehen dann nächstes Mal, weil wir auch so ziemlich mit allen großen Theorie-Sachen durch sind in unseren Videos hier, mal tatsächlich in so eine Deutungsaufgabe, indem wir uns mit unseren ersten Jahreskarten beschäftigen. Wenn ihr dann dabei seid und auch Lust habt, könnt ihr sehr, sehr gerne dann eure Karten uns auch posten, während wir sprechen. Und dann haben wir vielleicht auch nochmal eine Anregung, ob es da Synchronizitäten gibt. Gute Entscheidung, Kirsten. Finde ich auch, mein Schatz. Dann haben wir jetzt fast Feierabend, ne? Ja, nicht alle, aber fast. Ja, stimmt. Du schon. Ich gehe jetzt gleich noch online wieder um 19 Uhr und werde prognostizieren, nämlich was passiert, wenn die Venus rückläufig in Zwillinge wird, geht und Mars im Widder im Herbst rückläufig wird. Das wird nochmal sehr spannend in diesem Jahr. Und dazu mache ich heute ein kleines Webinar. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerold, total klasse, dass du hier immer so aktiv dabei bist. Und alle anderen auch, die ihr da wart und mitgesehen habt. Es freut uns immer sehr, wenn Leute live dabei sind. Aber wie gesagt, man kann es sich auch immer noch mal dann später ansehen. Und ja, erstmal macht es gut. Wir werden wieder am Dienstag online gehen und dann haben wir auch schon unser Thema festgestellt. Finde ich cool. Alles klar, ihr Lieben. Möchtest du noch etwas sagen? Ja, ich möchte mich von euch, ihr treuen Zuschauer, hinter euren Computermonitoren bedanken, dass ihr uns gewogen seid, dass ihr mit uns dass ihr unseren Stimmen lauscht und dass ihr immer wieder so dabei seid. An alle, die schreiben und alle, die zuhören. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und ja, bis am Dienstag. Danke. Macht's gut. Tschüss.